Vielleicht war das hier die Liebeshöhle. Im Altbadezimmer ist die Decke runtergekommen. Oh, hier geht's. Hier geht ein Raum hinterher. Erinnert mich ein bisschen so an das Templerkreuz. Ja, da hinten ist auch schon das Dach runtergekommen. Boah, sieht auch schon creepy aus hier. Das Ding. Ein wunderschönen und willkommen zu einem neuen Lost Place auf meinem Kanal. Wir sind heute in einem verlassenen Haus, das einem Reichen gehört hat anscheinend. Denn die Umgebung und die ganzen Möbelstücke, die hier zu sehen sind, sehen schon sehr gehoben aus. Es scheint schon vieles eingestürzt zu sein und auch schon marode zu sein. Aber was das Ganze hier gibt, seht ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, dann wollen wir hier mal durch die Räume gehen. Hier ist schon die Decke runtergekommen. Ziemlich viel Feuchtigkeit hier. Wie man sehen kann, ist das Ganze hier nicht sehr ungefährlich. In der Mitte des Raumes haben wir hier den relativ großen Kamin, würde ich mal sagen. Ein bisschen Asche ist da noch drin. Und hat einmal Geschirr reingeschmissen. Ja, hier ist die echt schon fast königliche Ecke. Die Möbel sind ja der Hammer. Wie das hier aussieht, hat also laut den Zetteln, die hier auf dem Boden liegen, hat hier anscheinend ein Architekteur, heißt das so? Nee, Architekt. Ein Architekt. Hat hier ein Architekt gewohnt oder ein Ingenieur, der hat auf jeden Fall ordentlich Kohle verdient. Architekteur. Das hier scheint das Wohnzimmer gewesen zu sein, wo sich alles abgespielt hat. Also irgendwie fasziniert mich der Raum, besonders die Möbel. Das erste Mal, dass ich solche Möbel hier sehe in so einem Lost Place. So. Schauen wir mal, was hier Spannendes gibt. Das ist die Küche. Schön alt rustikal. Die Küche hier. Hast du das gehört mit dem verlassenen Haus da an so einer Landstraße? Die sind gerade ausgestiegen, da fuhr ein Auto vor. Ja. Und zwei Maskierte sind hinter denen her mit so einer Jason-Maske oder was. Wirklich? Ja. Ich habe das gelesen, stimmt. Ich habe ich gelesen, ja. Dann sind sie denen noch wohl hinterher gefahren und sind auch abgehauen. Okay. Ja. Also, die Küche ist relativ klein für dieses Gebäude. Aber anscheinend. Entschuldigung. Alles gut. Aber anscheinend war das damals hier so üblich. Das ist schon ein älterer Jahrgang hier, die Einrichtung. Ja, mich würde echt interessieren, was mit dem Besitzer passiert ist. Schauen wir kurz nochmal am Eingang hier vorbei. Das ist ein kleines Gästeklo. Die Wasserhähne sind nicht vergoldet. Das ist schon ein bisschen was Extravagantes, würde ich sagen. So, gehen wir mal in den Keller rein. Voll auf Keller gehen, ne? Ja, irgendwie, obwohl ich die gar nicht mag. Ja, das ist der Keller. Guter Ding vom Waldland. Ist auch schon was dran. Wir haben noch alte Einmachgläser. Da sind sogar noch Pflaumen drin. Alte Trockner von AEG, Waschmaschine und Kühlschrank. Der hat aber schon mal gebrannt. Oder leicht gekokelt. Oh, was haben wir hier? Creative Window Dressing. Auf der VHS wird gezeigt, wie man Gardinen macht. Und direkt daneben die erste Selfie-Kamera. Oder Vlog-Kamera. Das sind alte Schätzchen. Obwohl ich keine Keller mag,
gehören die auch dazu. So, jetzt gehen wir mal ein Stockwerk höher. Wir müssen natürlich aufpassen, weil hier auch schon die Decken eingestürzt sind. Ja, das war wahrscheinlich das Ankleidezimmer. Das ist also Schminktisch und Schränke. Große Schränke mit. Die sind zwar leer, aber ich kann mir vorstellen, wie damals die ganzen Klamotten drin gehangen haben und man sich hier umziehen konnte. So, schauen wir, was es im nächsten Raum gibt. Wir haben einen Teil vom Solarium, schätze ich mal, ist das, die Gesichtsbereine. Würde man sich bestimmt hier so dran stellen, weil ich sehe auch hier nirgendwo das Unterteil davon. Ich weiß nicht, ob das damals die Liebeshöhle war oder sowas. Hier ist auf jeden Fall so ein nackter Mann von hinten. Ist sogar aus Stein, ist kein Gips. Man könnte es sehen. Vielleicht war das hier die Liebeshöhle. Weiß man nicht. Schauen wir mal einen Raum weiter. Hier haben wir wahrscheinlich auch so ein Wohnzimmer oder so eine Art Wohnzimmer. Das ist noch eine alte Vitrine. Natürlich schon Scheiben hier alle kaputt geschlagen. Mit Spiegel sogar. Ein kleiner Warschrank und die Decke von oben. Kann man sogar schon rausgucken. Gucken wir hier mal kurz rein. Oh, was hat denn? Hier haben wir wahrscheinlich einen alten Gesichtsbräuner. Das heißt, die Damen und Herren oder die Dame und der Herr oder weiß ich nicht, wer hier gewohnt hat, hat auf körperliche Bräune gestanden. Ja, so ein alter Gesichtsbräuner, schätze ich mal auch, das ist mit Kassettendeck. Ja, kann man wahrscheinlich die Stärke einstellen. Ja, und da ist die Röhre dafür. Hier oben haben wir noch das Badezimmer. Die Waschbecken sind die gleichen wie unten, wie man sehen kann. So Muschelformen. Ist auch alles relativ altbacken hier. Hier oben haben wir vergoldete, in Anführungsstrichen, Hähne und Kräne. Und hier haben wir die alte Badewanne. Wie groß die Badewanne muss ich sagen. Wir haben schon ein bisschen extravagant hier gelebt, die Leute. Wir haben hier gerade einen Brief gefunden, wo einer irgendwen was schuldet. Kann natürlich gut sein, dass die ehemaligen Besitzer dann erst viel Geld hatten und dann gar kein Geld mehr. Man weiß es nicht so genau. Gehen wir wieder runter und hier gibt es noch ein Nebengebäude. Schauen wir da mal rein. Schauen wir mal, was es hier hinter uns noch so gibt. Denn da kommen wir vor dem Haupthaus nicht rein. So. Wir sind jetzt hier in einem Nebenhäuschen, wo ich mir gut vorstellen kann, dass es entweder eine Anliegerwohnung war. Angefangen zu renovieren, aber dann wieder aufgegeben, denn hier sind Regelsteine reingeschoben worden. Hier erwarte ich nicht viel Einrichtung. Und was haben wir hier? Einen alten Holzstuhl? Ja, sieht aus wie ein alter Stuhl. Was haben wir hier hinter der Tür? Kein Raum, nichts. Abstellraum. Im alten Badezimmer ist die Decke
runtergekommen. Und im nächsten Raum gibt's nichts. Wieder nur eingestützte Decken. Ja. Steht wohl schon ein wenig länger her, das Ganze hier. Und hier haben wir. Weiß ich, das war doch nur ein Kamin oder sowas. Oh, hier geht's. Hier geht ein Raum hinterher. Schauen wir doch mal. Ja, wahrscheinlich war das hier mal die Küche. Ja, schöner alter Schreibtisch. So würde ich auch mal annehmen. Nur halt in schön neu oder restauriert. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Steht direkt so ein altbackener Stuhl. Erinnert mich ein bisschen so an das Templerkreuz. Ja, hier geht es noch eine Etage höher. Gucken wir, ob wir gleich da hinkommen. Hier im Ex-Wartezimmer ist die Decke schon wieder runtergekommen. Das heißt, wir müssen echt vorsichtig sein. Ja, jetzt gehen wir in das andere Badezimmer, ins kleine Badezimmer. Das ist zum Glück noch nicht eingestürzt, so wie das große nebenan. Aber das gibt es hier auch nicht zu entdecken. Hier sieht man, wie der Efeu reingewachsen ist. Der wächst auch schon ein bisschen länger hier rein. Dem Badezimmer möchte ich auch nicht mehr reingehen, war auch wieder nur ein kleines. Aber auch hier kommt die Decke runter. Also hier möchte ich nicht reingehen, denn da sind schon Löcher im Boden und von der Decke kommt es auch schon runter. Auch Lost Places Safety First. Sieht auch aus wie so eine kleine Bar, ne? Ja, hier ist das DJ-Pult und der Kaffee am Automat ist der Garnelen Express Cappuccino. Und Kaffee konnte man sich da kochen. Und das gute alte Ding von Philips. Schallplattenspieler, glaube ich. Mit Radio. So, eine Etage höher noch. Schauen wir, was es hier so Interessantes gibt. Hier ist der Dachboden. Das ist ein bisschen gruselig hier. Das Ding. Warte, Kinderwagen. So, ja, da hinten ist auch schon das Dach runtergekommen. Hier muss man aufpassen. Oh ja. Nochmal einen Stuhl. Ja. Viel weiter möchte ich jetzt auch nicht gehen, denn wie ich gerade schon sagte, wir müssen ja natürlich auch auf unsere Sicherheit hier achten. Hier links im Raum müssen wir auch aufpassen. Das ist alles runtergekommen. Boah. Das sieht auch schon creepy aus hier. Ist auch schon durchgefeuchtet alles. Die andere Seite vom Häuschen hier hat es ziemlich viele Badezimmer gehabt. Wahrscheinlich dann auch ziemlich viele Wohnungen hier gewesen. Ich weiß nicht, ob für die Kinder oder irgendwen anders. Noch ein Nebenhäuschen, aber ich schätze mal, da wird nicht viel. Nee, nicht viel drin. Zwei Garagen aber auch. Hier gibt es nicht mehr allzu viel Interessantes zu sehen. Ansonsten war es das hier mit dieser Location. Das Häuschen ist hier
eigentlich ziemlich groß, aber irgendwie sind das mehrere Wohnungen in einem Haus. Besonders cool fand ich die Möbelstücke am Anfang und auch das ganze Haus so an sich. Schade, dass das verlassen ist. Also ich würde es mit Kusshand würde ich das hier nehmen und hier drin wohnen wollen. Wäre das nicht so abgeranzt. Aber trotzdem, wie man sehen kann, eigentlich ein schöner Ort hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt stabil.